Kvinner gekommen aus Norwegen, da Meister geworden auf der Position an Bergen mit Sandviken. Aber jetzt schauen wir auf Nicole Anjomi. Anjomi! Jetzt hat sie es mal gemacht, wie du gesagt hast. Nicht einfach mal abgezogen, aber der Ball eben nicht. Am vorderen Fünfer und deswegen konnte sie den Ball nicht direkt verarbeiten. Ja, und trotzdem, Sjoke Nüsken, diese Grätsche mit vollem Risiko. Ja. Chapeau. Das trauen sich auch nicht alle. Das ist großartig. Genau so muss es sein. Der kommt gut und es steht 1:0 für den FC Bayern. Im Fünfer präsenter und dann sind in ihrem Fünfer. Da muss sie auch rauskommen und wir sehen es hier recht frei. Da die Verteidigerin Doris Vigos dort hier zur Stelle und macht hier ihr zweites Saisontor. Klasse. Mal hier zirkulieren lassen über 4-5 Stationen. Wieder Caro Simon. Super Ball und Zentimeter am 2:0 vorbei. Vollhütte, wir haben es angesprochen. 2500 mehr passen hier gar nicht in den FC Bayern Campus. Oh, klasse, Kabinettstückchen. Und da sieht natürlich Anjomi erstmal vielleicht eher eine Position für Bühl. Das macht sie auch. Bühl! Nachschusschance und dann verpufft das Ganze. Immerhin gibt's Ecke. Super Zuspiel auf Schüller. Das ist die Chance für Schüller. Und es steht 2:0. Jetzt hat sie ihr Tor im Duell mit den Frankfurterinnen. Dieser Treffer von Lea Schiller. Was für eine Vorlage von Maxi Rall. Das muss man echt genießen. Mit dem Außenriss schön rein. Einfach diesen Ball kann sie holen. Ja? Ja. Das musst du sehen. Ah, sie stehen nicht gut, die Frankfurterinnen. So, bei so einem Ball, der rauskugelt, da zuckt man ja innerlich beim Zuschauen und denkt, wann kommt die von hinten und rumst den rein? Oh, jetzt vielleicht. Klasse mit der Hacke. Die Chance für Frankfurt. Und es steht 2:1. Lara Praschniker, eiskalt, flach, unten rein. Das könnte jetzt nochmal was werden, wir haben es angesprochen. Wenn hier der Anschluss Treffer fällt, kann Frankfurt vielleicht das Momentum auf seine Seite. War jetzt wirklich schlecht verteidigt, ganz stark diese von Laura Freigang. Ja. Aber dann haben wir auch noch der Tunnel. Ja. Und das war kommuniziert, weil du spielst denn nicht blind und dass Laura das Praschniker da ganz Klepperfaulen auf gut Deutsch. Ja, genau. Verfaulen. Ja. So, natürlich jetzt eine ideale Position. Vielleicht hier fürs 3:1. Simon Pfosten! Ja, das haben wir so oft erwähnt, was sie für eine linke Klebe hat. Jetzt hat sie es nochmal uns gezeigt in der 93. Kriegen die Frankfurterinnen noch einen letzten Angriff? Nein! Das war's! Der FC Bayern gewinnt mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt im Spitzenspiel, im Verfolgerduell. Drei enorm wichtige Punkte. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.